Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute mal von Finn seinen Enduro ausgeliehen. Ich habe eigentlich mega Bock auf Enduro fahren. Jetzt mal einen Feierabend Test fahren, gucken, wie sich das so verhält und ob Enduro auch wirklich was für mich ist. Ich bin jetzt die letzten 2 Jahre im Downhill unterwegs gewesen. Und ja, ich nehme euch mit. Gucken, wie es wird. Hier wurde es gefällt, hier ist das Kopf quer. Hier ging es damals durch. Hui. Den nächsten Trail schieben wir erstmal hoch, weil er ist kacke hochzufahren. So, Trail Nummer 3. Was hast du denn hier heute? Ich werde nur Enduro-Fahrer. Es ist heute extrem stürmisch. Deswegen warten wir mal, bis der Wind weg ist. Da oben die Bäume sind richtig schön krumm. Kein Bock, so einen abzukriegen. So, ich bin gerade an Trail Nummer 4 angekommen. Ganz tiefe Watts hier. Und hier ist ganz schön loose. Aber gefühlt kommt hier mit Enduro besser her. In meinem Fuse und aber nach. So, auf Camper. Jawohl. Und raus hier. So, Sattel hochdrehen. Und weiter geht's. Nutzen wir eben mal die 12-Fach-Kassette. Und so fahren wir jetzt einfach mal. Trail Nummer 5. Gucken, dass kein Auto kommt und runter. Und weiter. Das macht Bock, ey. Hui. Hui. Da geht's aber rund. Trail Nummer 7. Hier sind wir eben links.
ich das gebogen ist, haben echt recht. Ja. Soll ich oben bleiben? Jawohl. Und da sind wir schon wieder unten. Und wieder hoch. Der macht doch Bock. Also macht wirklich Bock. Wir schalten jetzt runter, weil es ziemlich technisch wird. Verdammt technisch, verdammt Stahl. Und nebenan liegt ein Steinbruch. Okay, mal dieser Steinbruch. Hier runter. Die Linkskurve hier liegt ab. Vom Sturm. Drop. Rechts rum. Hier drüber. Und hier runter. Next one. Jetzt ein bisschen steil runter. Geht schon auf Camperkurve. Alles schon fahrbar.